Die Insel Wilhelmstein war und ist der touristische Höhepunkt im Steinhuder Meer. Vermarktet und betrieben wurde die Insel von der Verwaltung des Eigentümers, dem Fürstenhaus zu Schaumburg-Lippe. Viele Jahre mit mehr oder weniger wirtschaftlichem Erfolg. Zum Jahresbeginn 2021 hat diese Aufgabe die SMT, die Steinhuder Meer Tourismus GmbH, übernommen. Diese Einrichtung, finanziell getragen von den Anrainergemeinden Wunsdorf, Neustadt, Rehburg-Loccum und Sachsenhagen, ist die offizielle Managementorganisation der Tourismusdestination Steinhuder Meer. Somit befindet sich jetzt alles in einer Hand, was zu vielen Synergieeffekten führt, betonte Geschäftsführer Willi Rehburg bei der Pressepräsentation auf der Insel. Wir müssen erstmal fairerweise sagen, wir haben auch ein bisschen andere Mittel. Die fürstliche Hofkammer musste immer auf den wirtschaftlichen Druck sehr stark reagieren. Wir haben schon Mittel von der öffentlichen Hand, von den 4 Städten und den 3 Landkreisen, um das wirtschaftliche Risiko abzupuffern. Das hilft natürlich enorm. Und vor dem Hintergrund haben wir uns zusammengehockt mit vielen Beteiligten und haben gesagt, wir möchten ein Nutzungskonzept entwickeln für diese wunderbare Insel, wo der Erlebnisfaktor im Vordergrund steht. Und auch der Inseleigentümer, Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe, ist sicher, dass dieser Schritt richtig war. Ich denke, dass die SMT, die Steinhuder Meer Tourismusgesellschaft, der wir ja angehören in gewisser Weise, dass durch die gebündelten Kräfte und durch den gebündelten Sachverstand einfach besser kann, als dass die Hofkammer alleine leisten könnte. Deswegen denke ich, die Vermarktung und die Neupräsentation des Wilhelmsteins ist da in besten Händen. Wir haben sehr gute Voraussetzungen dafür geschaffen. Die Insel ist insgesamt top in Schuss. Also für ein erstklassiges Vermarktungskonzept, wie wir es jetzt haben, ist sie bestens ausgerüstet. Neben einigen gestalterischen Veränderungen und Erneuerungen wurde auch eine neue Marketingstrategie eingeführt. Unter der Dachmarke Inselresort Wilhelmstein werden künftig Gastronomie und Hotellerie gemeinsam betrieben. 6 Doppelzimmer in 2 Gebäuden und das Restaurant Porto Lago stehen den Gästen zur Verfügung. Alles betrieben von Dennis Karle und Tom Webler. Als Resortgedanke sehen wir alles unter einem Dach. Wir haben einmal die portugiesischen Tapas, die Geschichte, die wir eben schon gehört haben. Dazu haben wir jetzt ein Veranstaltungskonzept, weil wir einfach sagen, das ist eine einmalige Insel. Und deswegen gibt es jetzt hier für Hochzeiten, für Veranstaltungen, unter der Woche für Firmenveranstaltungen auch, Seminare. Und das wird boomen, dass die Leute einfach auf der Insel abends nicht weg können und wir Attraktionen bieten. Wir können hier ein Tasting machen von portugiesischen Weinen, wir können einen Grillabend machen. Das ist einfach ein bisschen familiär, klein, überschaubar. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute, die alle allein zu Hause gesessen haben, jetzt reizt. Aber auch kulturelle Veranstaltungen sind geplant. Immer im Gesamtpaket mit An- und Abreise per Schiff. Ja, wir haben hier ganz unterschiedliche Zielgruppen und wir wollen für jede Zielgruppe was anbieten. Das heißt, es wird auch eine Kooperation wieder geben mit dem Theater am Garten, also den TAG, regional. Wir werden aber auch überregional mal einen Comedian haben, wie mit Johann König, der kommt und hier spielt. Wir haben die Wingfelder Brüder und Purple Schulz am 3.7. Und wir haben dann im Anschluss noch Stefan Gwildes als Jazz-Act. Das sind die 3 Auftritte, die wir dieses Jahr haben. Wir planen das aber nächstes Jahr auch noch auszubauen, aber natürlich immer verträglich mit der Natur. Die Steinhuder Meer Tourismus GmbH hat viele weitere Pläne für die Insel. Ganz oben auf der Liste stehen die Renovierung der Festung und eine komplette Neugestaltung der Ausstellung. Menschen mit Handicaps soll der Besuch der Insel erleichtert werden. Für Wassersportlerinnen und Sportler soll ein neuer Steg gebaut werden. Alles in allem eine wichtige Maßnahme zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach regionalen Reisezielen immer stärker wird.